Heute stelle ich euch den Holunder vor, der jetzt Anfang Juni und schon seit etwa anderthalb Wochen hier bei uns Blütezeit hat. Fange ich doch gleich einmal bei den Blüten an. Das sieht dolden ähnlich aus, ist aber keine. Und hat diese wunderschönen kleinen Blüten mit relativ großen, wie heißen diese, Staubbeutelchen. Also die sind ziemlich lang. Und vier, mit fünf rundlichen Blütenblättern. Dann machen wir weiter bei den Blättern. Die sind nämlich, das nennt man auch, gefiedert. Und zwar ist da pro Stängel, also an einem Ast, wachsen mehrere solche Blattzweige. Und an jedem Blattzweig sitzen gegenüberstehend zwei Blätter. Es heißt, die wären nicht paarig. Aber ich habe noch keine Holunderblätter gesehen, die unpaarig gegenüberstehen. Also dann sind es da zwei und nochmal eins zum Ende hin. Also immer diese fünf. Am Rand sind sie gezahnt und zwar ziemlich gleichmäßig, regelmäßig. Die Rückseite, die ist ein bisschen heller wie die Vorderseite, aber eigentlich würde ich das als gleiches Grün bezeichnen. Hier haben wir noch ein paar jüngere Blätter. So schauen die in jung aus. Da könnte man sie fast, wenn man nicht genau hinsieht, mit dem Giersch verwechseln. Die Rinde, die ist eigentlich auch recht typisch. Die ist so, die schaut immer fast ein wenig vertrocknet aus. Ich zeige euch das einmal da oben. Und dann eben diese warzigen Knoten dran. Die Farbe ist eher so graubraun. Hier kann man diese Warzen gut erkennen, was auch so typisch ist. Und weiter hinten hat er eine sehr fast ausgetrocknet aussehende Rinde. Kommt da jetzt leider nicht weiter hin, um das zu zeigen. So. Der Holunder, der ist ja so tief verankert in unserer Kultur. Und zwar nicht nur hier, sondern europaweit. Ich weiß nicht, weltweit kann ich nicht sagen. Da recherchiere ich halt auch eben in Büchern hauptsächlich auch. Nicht nur bei Wolf-Dieter Storl, aber schon auch viel. Und dann gibt es da eben auch einiges, was man dazu sagt. Das war die Hausapotheke des Bauern. Ne? Also an jedem Bauernhof, an jedem Haus stand ein Holunder und man zog früher den Hut vor dem Holunder. Ne? Also man wusste, dass das also unterhalb des Baumes quasi in die Unterwelt führt, in das Reich der Frau Holle. Und die Unterwelt hat nichts mit was Bösem zu tun. Also das wirkt zwar dunkel, aber es ist eher was Lichtes, Helles und die Frau Holle ist eigentlich die Urgöttin, die Muttergöttin, Mutter Erde, wenn man so will. Und warum der Holunder? Weil der eben diese drei Farben, die Muttergöttin, die Urgöttin, Frau Holle symbolisiert, das ist eben weiß, so wie die Blüte, rot wie die Beere. Weiß ist eben dieses Unschuldige, beziehungsweise noch das Jungfräuliche, die Geburt, das Leben, also ins Leben kommen, zur Geburt. Das Dunkle ist eher eben die Begleiterin in den Tod, also sie ist die Göttin über Leben und Tod quasi, über die Geburt und den Tod, weil das Leben gibt es ja immer. Und was gibt es da noch dazu zu sagen? Eben, also das Rote wären auch die Lebensfreude. Ne? Das, also einfach der Lebensfluss, das Lebensfeuer, die Lebensfreude. Und man konnte zum Beispiel die Krankheiten, also das hat man früher gemacht und es ist auch ein schamanischer Brauch,
Und früher hat man das eben in unserer Kultur als Brauch so umgesetzt. Man hat die Krankheiten an den Baum gehängt, an den Holunderbaum. Meistens mit einem ordentlichen Spruch dabei, dass man sie bittet darum, die Krankheiten zu nehmen. Und da gibt es eben auch dann die Geschichte dazu, dass die, dass der Baum die Krankheiten dann nach unten in die Unterwelt zieht, ins Reich der Frau Holle. Da steht ein Kessel, das ist auch eine schamanische Bedeutung mit dem Kessel. Müsste man sich einfach mal mehr mit dem Schamanismus dann auseinandersetzen, kann ich vielleicht ein separates Video dazu machen. Und da wird in diesem Kessel werden dann die Krankheiten gekocht quasi für den Teufel. Der Teufel isst sie dann und somit wurden die quasi recycelt, also entsorgt und als was Neues, Gesundes, Heiles wiedergeboren. So der Brauch. Das ist eins der, also die Holunderblüte als Tee oder auch das, die Beeren als Saft gekocht allerdings, weil die rohen Beeren sind giftig. Auch da wieder diese beiden Polaritäten zu erkennen, verschiedene Aspekte in einem Baum sichtbar. Die sind die, eins der stärksten schweißtreibenden Mittel und auch fiebersenkend. Und dafür wird es ja hauptsächlich auch eben als Droge, als Heilkraut eingesetzt. Im Schamanischen oder auch in der Volksheilkunde nimmt man die grüne Rinde, die unter dieser Rinde sitzt, als Ausleitungsmittel, um Durchfall oder Erbrechen zu erzeugen. Und dabei sagt man, wenn man nach oben schaut, erzeugt es Erbrechen und wenn man nach unten schaut, Durchfall. Und dieses Durchfall und Erbrechen hat ja auch wieder was mit Reinigung zu tun. Das sind einfach schamanische, uralte Methoden, um den Körper zu reinigen. Jetzt schaue ich mal auf mein Bild, auf meinen Zettel, ob ich noch was vergessen habe. Da gibt es ja so viel über den Holunder zu sagen. Ich will es ja eigentlich immer nur anstoßen ein Stück weit. Also ich kann jetzt nicht die komplette Geschichte über den Holunder erzählen, weil es einfach auch vom Hochladen her nicht funktionieren würde. Also es heißt auch, also ein Heilpraktiker von mir ist befreundet gewesen mit einer Schamanin, die ich auch kenne. Also die lebt jetzt nicht mehr, die ist gegangen. Aber die sagt auch, das zieht alles Übel und alle Krankheit an wie einen Magneten und senkt sie in die Erde. Die Krankheitsgeister wurden an den Hofholunder übertragen, fahren hinab in die Unterwelt zur Frau Holle, in den Kessel, eben das, diese schamanische Bedeutung, die dann Suppe für den Teufel daraus macht. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Und das ist interessant, weil das in allen Kulturen in Europa in irgendeiner Art und Weise, die nennen es halt dann nicht Holunder, die haben andere Namen dafür, aber der Holunder und Frau Holle, also die Urgöttin, Muttergöttin ist gemeint, wird dieser Brauch angewandt oder wurde dieser Brauch in alten Zeiten angewandt. Also man kann auch, es gibt welche, die machen Holundersekt draus. Und es gibt welche, die machen Holundersirup draus oder Holunderblütengelee. Und ja, Holunderblütengelee mache ich auch gerne. Aber hauptsächlich sammle ich tatsächlich diese Blüten als Tee. Und ja, sitze auch hin und wieder mal einfach gern vor diesem Baum und bitte darum, mir zu helfen, also die Bedeutung der Krankheit zu erkennen und sie dann eventuell auch auflösen zu können. Ja, das war's erstmal. Vielleicht fällt mir später noch was ein oder ich mache nochmal ein zusätzliches Video zum Holunder. Aber wie gesagt, die sind beide, sowohl die Beeren, wenn sie gekocht sind als Saft und auch die Blüten, eins der schweißtreibendsten Mittel,
bei Erkältungs- und Grippesymptomen einfach einsetzbar oder auch zum Fiebersenken. Ja, das fürs Erste. Bis bald. Tschüss.